Gibt es denn da auch noch andere Bewegungen, also andere Tiere in dieser Bewegung? Also gibt es auch jemanden, der denkt, er ist ein Papagei und muss auf einer Stange sitzen und in einem Käfig oder was? Oder? Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren betreuten Gucken hier auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ich habe ja dazu aufgerufen, mir auch Vorschläge zu machen für Videos, die ich kommentieren soll. Und es ist schon wirklich witzig. Also es ist wirklich immer wieder Reporter, der YouTube-Kanal Reporter von Funk, der immer wieder mir irgendwie auf der Liste vorgeschlagen wird mit irgendwelchen abstrusen Videos. Ja, ich glaube, ich kann mich fast schon umbenennen von betreutes Gucken in Reporter Watch oder so, weil es ist schon wirklich ulkig, was dieser Kanal uns alles so präsentiert. Da gibt es sicherlich auch Sachen, die wichtig sind. Wir haben ja auch schon einige Sachen hier besprochen, einige Clips hier besprochen, die an sich natürlich ihre Berechtigung haben. Aber es gibt Sachen, wo ich mir sage, Leute, diesen Quatsch müsst ihr uns nicht präsentieren. Also es gibt nun mal Leute, die irgendwie einen an der Marmel haben. Und wenn das so ist, dann ist das eben so, denn solange sie harmlos sind, solange sie niemandem was tun, ist das in Ordnung. Aber man muss nicht das Ganze noch auf Gebührenkosten irgendwie in einer Reportage auch noch ernsthaft zum Thema machen, wenn Leute irgendwie völlig spinnerte Ideen haben. Und so ein Beispiel haben wir hier. Dieser Clip heißt: Sie sieht sich nicht als Mensch. Alice ist Teil der Otherkin-Community. Otherkin sind also Menschen, die sich nicht als Mensch sehen, sondern in diesem Fall glaubt diese Dame also, sie sei ein Wolf. Ja, das bekommen wir also jetzt hier in aller Ausführlichkeit präsentiert. Und mal gucken, ob ich diese Bewegung oder diese Dame in irgendeiner Form ernst nehmen kann, weil ganz ehrlich, wenn sie meint, sie ist ein Wolf, dann soll sie zum Psychiater gehen und sich dort behandeln lassen. Das ist meine Meinung. Aber ich bin ja ganz unvoreingenommen, ne? Deswegen schaue ich mir das erstmal an. Bitte schön. Alice sagt, sie sei ein Wolf. Ich habe mich, glaube ich, schon seit ich denken kann, einfach nicht wie ein Mensch gefühlt, sondern wie ein Tier. Ja, der denkt auch so mal, ihr Menschen habt auch irgendwie einen Knall, oder? Ich habe auch manchmal die Reflexe, meinen Geruch an Bäumen zu streichen. Sie ist Teil einer Community, die sich Otherkin nennt. Otherkins fühlen sich gar nicht oder nur zum Teil als Menschen. Ich fühle mich total überfordert und möchte am liebsten einfach nur in den Wald rennen und das alles hinter mir lassen. Stattdessen definieren sie sich zum Beispiel als mythische Wesen oder Tiere. Also ganz ehrlich, ich will jetzt nicht beleidigend werden, aber ich glaube, die Dame hat ein Problem. Vor diesem Treffen hier sind viele Wochen vergangen, in denen ich versucht habe, Kontakt mit Otherkins aufzunehmen. Die Szene ist sehr vorsichtig, was Öffentlichkeit angeht. Dann habe ich Alice gefunden, die eigentlich anders heißt. Weil sie Angst hat, dass zukünftige Arbeitsstellen sie nicht akzeptieren, will sie anonym mit uns drehen. Also, damit ich mir das besser vorstellen kann, was für ein Wolf bist du und wie siehst du dann aus? Ich denke, am besten, ich zeige euch einfach mal ein Bild, wenn das okay ist. Ich zeichne auch selber sehr gern. Also, ich bin kein normaler Erdenwolf. Ich würde mich als Azakin-Alien-Hybrid bezeichnen. Ich bin in meiner wahren Form ziemlich groß, um die 2 Meter, und habe 4 Ohren. Und mein Körperbau ist ein bisschen anders als der von normalen Tieren hier auf der Ja, Erde. Aber ist klar. Ja, nee. Du, das ist völlig in Ordnung. ich weiß durch Meditation und Astralreisen einfach, was ich bin, und habe mich selbst da so gesehen von meinem eigenen inneren Auge. Ach, das weiß sie aus Meditation und Astralreisen, wer sie ist. Aha. Also solche Leute arbeiten normalerweise bei Astro TV oder sowas, aber ich frage mich halt, muss sowas wirklich ernst genommen werden? Muss man daraus eine Reportage machen? Muss man das quasi jetzt so ernsthaft thematisieren? Also ich bin mal gespannt, ob auch noch das Ganze ein bisschen kritisch beleuchtet wird, weil bisher ist das ja so nach dem Motto: Ach ja, du bist Otherkin, du denkst, du bist ein Wolf. Du hast doch völlig in Ordnung. Dann machen wir mal ein Interview dazu. Alles klar. Es geht also auch um Spiritualität. Nicht so mein Thema, aber ich will mich darauf einlassen.
Und ich merke schnell, dass das Otherkin-Sein bei Alice mehr ist als ein spiritueller Glaube. Ihr fester Freund Zero ist heute auch mit dabei. Wann hast du gemerkt, dass du da anders bist als andere Menschen? Ich habe mich, glaube ich, schon seit ich denken kann, einfach nicht wie ein Mensch gefühlt, sondern wie ein Tier. Nur als Kind wusste ich nicht genau, was für ein Tier ich bin. Aber ich habe schon immer Tiere geliebt, mehr mit Tieren Zeit verbracht als mit Menschen. Ich habe auch eher unseren eigenen Hunden das Verhalten abgeguckt als sie meinen Eltern. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich einfach zu viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, aber irgendwie habe ich mich nie als einer von denen gesehen und stattdessen habe ich mir dann irgendwie Tiere als... Gut, schlechte Erfahrungen mit Menschen, ja, das wäre ja eine Erklärung. Missbraucht als Kind oder irgendwas, irgendeine traumatische Erfahrung, dann hätten wir ja eine Erklärung. Ich weiß nicht, Vorbild genommen. Ich musste mich dann halt natürlich anpassen. Also ich konnte ja nicht in der Realschule oder in der Fachhochschulreife dann auf allen Vieren rumlaufen und bellen oder so. Alice versteckt ihr Otherkin-Sein meistens. Bei der Arbeit wäre es zum Beispiel undenkbar, so eine Maske oder ihre Wolfsschwänze zu tragen. Ihr Verhalten kann sie aber nicht immer komplett steuern. Manchmal rutscht ihr zum Beispiel auch vor Fremden ein Knurren raus, erzählt sie mir. Wie äußert sich das, dass du kein Mensch sein willst? Ja, aber der Freund, der sagt gar nichts oder was? Der steht daneben, wird geblurrt und sagt kein Wort. Dann können sie ihn doch auch weglassen. Was soll denn das? Ja, es ist schwierig. Es geht halt eher so um das ganze Leben, was nicht passt. Manchmal bin ich irgendwie in der Bahn oder auf der Arbeit und fühle mich total überfordert und möchte am liebsten einfach nur in den Wald rennen und das alles hinter mir lassen, weil ich mich hier einfach nicht wohlfühle. Das geht mir manchmal auch so, du. Aber deswegen muss ich mich nicht gleich wie ein Wolf fühlen. Egal, was ich mache. Wie ist das für dich dann in der Beziehung? Das ist ja dann eine besondere Beziehung. Ja, das ist es definitiv. Für mich ist das halt auch schön, dass ich ihr die Sicherheit gebe, dass sie halt auch so im Alltag funktioniert. Also ich finde das schön. Ja, aber wie läuft das denn intim bei den beiden ab? Muss er denn irgendwie, muss er rumknurren oder rumjaulen, damit sie geil wird oder was? Oder wie funktioniert das? Ja, ich sage immer erstmal ein Beschützer. Und die Rolle nehme ich halt auch gerne ein und ich mache das auch. Ja, der Wolf ist doch normalerweise der Beschützer. Der braucht doch keinen Beschützer. Der Wolf ist doch das starke, mächtige Tier. Gerne. Ah, du bist so süß. Was würde ich nur ohne dich machen? Wir gehen dorthin, wo sich Alice am ehesten wie ein Wolf fühlen kann. In die Natur. Voll schön hier. Wie fühlt sich das jetzt? In Natur, das ist ein Park, mitten in der Stadt offensichtlich. Ist doch nicht mitten in der Natur. Fühlt es für dich an, im Wald zu sein? Wundervoll. Das ist doch kein Wald. Das sind gepflasterte Straßen, da fahren Autos rum. Das ist ein Park, ist doch kein Wald. Irgendwie fühle mich wie angekommen. Was jetzt passiert, wird in der Otherkin-Community Shiften genannt. Alice vergleicht das mit Reflexen, die plötzlich passieren. Ich habe auch manchmal die Reflexe, meinen Geruch an Bäumen zu streichen. Mädel, du brauchst dringend psychiatrische Behandlung. Ganz einfach. Sie sagt, ihr Unterbewusstsein übernimmt beim Shiften die Kontrolle darüber, was sie denkt und wie sie sich verhält. Ah, ja. Das ist kein Schauspiel für sie oder sowas. Also ehrlich, Leute, kann man das noch mal irgendwie mal hinterfragen? Kommt das irgendwie noch oder kriegen wir das jetzt hier eine Viertelstunde nur so als so eine Art Selbstverständlichkeit hier serviert oder was? Ja. 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 Oh Gott. Jetzt habe ich das. Oh Gott. Oh nein. Tu's nicht. Jetzt muss nee. Ja, das ist so eine Art Rauferei, ja. Das kann man ja als sexuelle Spielart oder als Intimität, das ist ja in Ordnung. Hat aber mit dem Wolf nichts zu tun. Also ich ist jetzt ein bisschen natürlich ein bisschen komisch hier zuzugucken, aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen cute. Zu Hause spielen wir halt die ganze Zeit lang so. Gerade wenn ich überschüssige Energie habe, dann. Ja, so macht doch ein Wolf nicht. Ein Wolf, der stellt sich auf die Hinterbeine und hinten rennt und zack, 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 zack. Und dann ist
hat er sein Geschäft erledigt, hat er seinen Sex erledigt und legt sich wieder zur Seite und pennt weiter. So, das so macht doch ein Wolf Sex. Was hat die denn da gerade gemacht mit dem? Das hat doch mit dem Wolf nichts zu tun. Wirst du auch mal angegriffen. Ja, richtig. Aber natürlich nie fest, also manchmal ein bisschen fest, aber ich würde dich jetzt niemals irgendwie blutig beißen. Nee, zum Glück nicht. Aber du beißt ihn dann auch manchmal. Ja. Ich habe mir auch extra im Laden so einen Hundekauknochen besorgt, so einen aus Hartgummi, damit ich da immer reinbeißen kann. Durch. Ja. Gibt es denn da auch noch andere Bewegungen? Also andere Tiere in dieser Bewegung? Also gibt es auch jemanden, der denkt, er ist ein Papagei und muss auf einer Stange sitzen und in einem Käfig oder was? Oder gibt es jemanden, der denkt, er ist ein Schwein und muss sich im Mist sudeln oder was? Oder was gibt es denn da noch alles? Da habt ihr ja eine ganz neue Tür aufgemacht, liebe Reporter. Da könnt ihr ja noch 10 weitere Clips machen mit 10 weiteren Beispielen von irgendwelchen Leuten, die sich für irgendwelche Tiere halten. Durch die Beziehung mit Alice hat Zero das Otherkin-Sein auch für sich entdeckt, wenn auch nicht so stark ausgeprägt. Manchmal fühlt er sich wie eine Katze. Hilft das bei euch dann in der Beziehung auch, dass ihr beide, also dass du auch quasi das bei dir so ein bisschen siehst? Ja, also es hilft definitiv. Weil ich kann halt auch ihre Seite dadurch wesentlich besser verstehen. Also es ist ja schon auch besonders, dass ihr beide euch dann getroffen habt. Ja, auf jeden Fall. Da können wir uns halt wirklich nur beim Tinder-Gott bedanken, dass wir uns da doch so schnell gefunden haben. Ich merke schon, wie viel... Ja, wahrscheinlich ist bei Tinder, gibt es so eine Art Stichwort, so eine Art Schlagwort, ne? Otherkin oder irgendwas, und dann findet man halt seinesgleichen. Das ist ja an sich auch völlig in Ordnung. Habe ich ja schon mal an dieser Stelle hier gesagt, wenn zwei Leute sich einig sind über eine sexuelle Spielart, dann sollen sie das machen. Wenn die Einigkeit darüber herrscht, ist doch völlig in Ordnung. Aber ganz ehrlich, ich muss doch das Ganze hier nicht jetzt als in so einer ernsthaften Reportage präsentieren. Also das ist doch albern. Sich Alice in der Natur fühlt. Umso gespannter bin ich auf morgen. Da sehen wir zusammen die Wesen, mit denen Alice am liebsten leben würde. Wölfe. In unserem Fall Wolfshunde. Na, die Wölfe freuen sich bestimmt, wenn sie zu sehen bekommen. Die wird bestimmt sofort herzlich aufgenommen in so einem Wolfsrudel, kann ich mir vorstellen. Na, hier ist es voll schön. Hier könnten wir wohnen, oder? Ja, oder? Ich hatte von Otherkin vor der Arbeit an diesem Film noch nie was gehört und finde diese Recherche total spannend. Und genau sowas wollen wir euch bei Reporter bieten. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Ach so, das wollt ihr uns bei Reporter bieten, ja klar. Also sprich, jede Abstrusität, jede Kuriosität, die es auf dieser Welt gibt, wird von euch in einer ernsthaften Reportage präsentiert. Das ist also kriegen wir auch demnächst jetzt, irgendwelche Hellseher oder man muss das sowas auch irgendwie kritisch einordnen. Geschieht das denn irgendwie noch? Passiert das noch oder? Es ist ja nicht so, dass du allein bist. Also es gibt ja eine ganze Community an Otherkins, auch hier in Deutschland. Mhm. Und wir treffen jetzt wen, der eben auch Teil der Community ist und den du auch kennst. Kiro, er fühlt sich in Teilen als Drache. Wann hast du das für dich entdeckt, dass du Otherkin bist? So mit 12 oder 13 war das, wo ich mich halt auch mit Freunden drüber unterhalten kann. Zum Beispiel so Tatsachen wie, dass ich eine Verlängerung meines Steißbeins spüre. Und ein Freund mich halt darauf aufmerksam gemacht hat, dass das gar nicht so normal ist. Von diesem Gefühl haben mir viele Otherkins erzählt, auch Alice. Sie spüren Körperteile, die eigentlich nicht da sind. Sie vergleichen das mit Phantomgliedern, also dem Phänomen, dass Menschen, denen Gliedmaßen amputiert wurden, diese noch weiterhin fühlen können. Den Astralkörper, den ich spüre, was ich auch erst vor einer Weile gemerkt habe, passt am besten zu einem Drachen. Das heißt, ich spüre Hörner, die Ohren und vor allem den Schweif eines Drachen. Wie erklärt ihr euch das, dass gerade ihr Otherkin seid? Ich denke halt, dass es da vereinzelt recht viele Leute gibt, die, sage ich mal, vielleicht ihren Ursprung aus einer anderen Welt oder Dimension haben.
Ja, diese, das ist halt der Quatsch, der dann immer folgt. Also einfach nur zu sagen, ja, ich habe da so ein Gefühl und das würde ich gerne ausleben, da habe ich Bock drauf. Das ist so eine sexuelle Spielart, das ist ja völlig in Ordnung. Aber die kommen ja andauernd damit an, ja, das ist aus einer anderen Dimension und ich bin eigentlich ein Übermensch und ich spüre das. Und so, da wird es doch dann bescheuert. Das ist doch der Punkt, wo man dann sagen muss, okay, ich glaube, du interpretierst da ein bisschen viel hinein. Dass du vielleicht nur irgendwie das Gefühl hast, du hättest noch ein drittes Bein oder irgendwas. Naja. Manche denken halt auch, dass das so eine Art Prüfung ist, jetzt so eine Art Menschenleben zu bestehen. Und ich denke klar, mal, da könnte ich mich auch anschließen. Meint ihr, das ist auch psychologisch zu erklären bei euch? Also ich für meinen Teil war halt auch schon in Therapie oder bin halt immer noch in Therapie, aber ich habe das Thema Asakin jetzt auch schon mehrmals angesprochen mit meiner Psychologin und sie meint, dass da nichts nicht Schlechtes ist, dass es keine Krankheit ist. Also in ihren Augen, sie sieht das so, als ob das ein Schutzmechanismus für mich ist, um besser mit dem Leben hier klarzukommen. Ja, gut, das ist ja auch eine Erklärung, ja. Dann ist das eben doch eine psychologische Geschichte. Und nicht irgendwie irgendein Blitz, der dich getroffen hat aus einer anderen Welt oder irgend so ein Quatsch. Und ich respektiere ihre Meinung auch. Aber sie weiß auch, dass das für mich mehr ist als nur ein Schutzmechanismus. Und dass ich da auch wirklich dran glaube, mit allem, was ich habe. Ich war jetzt noch nicht so viel in Therapie, aber solange es niemanden stört, ist es eigentlich auch nichts, was man irgendwie ankreiden sollte. Nee, klar, wenn sie niemandem damit wehtun, ist es ja auch völlig in Ordnung. Ne? Also meine Kritik geht jetzt ja eher hier an die Macher dieser Reportage, die uns das hier eben so präsentieren, als wenn es irgendwie genauso wichtig wäre wie die Diskriminierung von Transgender-Menschen oder die Probleme von Lesben und Schwulen in unserer Gesellschaft oder keine Ahnung. So wird es ja quasi gleichwertig hier präsentiert. Und das finde ich denn, da sage ich eben, man muss nicht jeden Quatsch irgendwie wissen und jeden Quatsch nun ernst nehmen. Sorry, aber... Warum ist man Otherkin? Das psychologisch zu erklären, hat sich als schwierig herausgestellt. Der Forschungsstand ist dünn. Deshalb war es für die PsychologInnen, die ich kontaktiert habe, auch nicht möglich, eine fundierte Experteneinschätzung zu geben. Ja, das ist schon mal interessant, ne? Dass das ja offensichtlich sogar Psychologen überfordert, weil sie sagen, jo, was sollen wir dazu groß sagen? Da haben wir, das können wir nicht erklären. Es ist irgendwie... Ist einfach verrückt oder was? Keine Ahnung. Was aber auffällig war in meiner eigenen Recherche, viele erzählten mir davon, dass sie es schwerer gehabt hätten in der Schule oder auch schon im Kindergarten wegen ihrer Andersartigkeit. Und auch von Mobbing-Erfahrungen war die Rede, wegen bestimmter Verhaltensweisen. Naja gut, wenn ich jetzt denke, ich bin Wolf und ich heb das Bein und pinkel jemand anderem an die Kniescheibe, dann findet er das nicht so lustig, das ist richtig. Oder wie hat sich das Verhalten gezeigt? Das ist ja die Frage, wie man sich verhält. Und von Depressionen wurde viel gesprochen. Wichtig ist aber auch zu sagen, nicht bei allen ist das so. Ich bin fasziniert von dem Thema und beschäftige mich über Wochen mit der Community. Die tauscht sich viel in Foren aus. Otherkins suchen hier nach den wenigen Gleichgesinnten, die es gibt. Die Jüngeren sind vor allem auf Instagram und TikTok. Was ich da halt herausgefunden habe, ist, es gibt nicht die eine Otherkin-Community. Es gibt zum Beispiel Abspaltungen wie die Therians, auf Deutsch Therianthropen. Sie identifizieren sich als wirklich existierende Tiere, zum Beispiel als Echsen, Wölfe oder Katzen. Eine Therian-Gruppe schickt mir diese Fotos von ihren Treffen. Ja, es gibt ja auch diese Flurry, es gibt es ja auch, die sich gerne so wie anziehen mit irgendwelchen Hasenkostümen und so. Ja, das ist halt ein Fetisch. Das ist ein Fetisch. So einfach ist das. Mehr ist das doch einfach nicht. Man findet es geil, sich so zu verkleiden, so irgendwie rumzutrollen oder vielleicht sogar Sex zu haben in so einem Kostüm, ist ja völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist mir doch wurscht. Dann mach das doch einfach. Denn das ist eben nichts, was jetzt irgendwie die Allgemeinheit so wahnsinnig ernst nehmen muss oder interessieren muss. Wie viele Otherkins und Therians es jetzt in Deutschland gibt, das ist ganz schwer zu sagen. Ich selbst schätze nach diesen Gesprächen mit den Leuten aus der Community und der Plattformrecherche, dass es halt maximal ein paar hundert sind. Tja,
Gestern habe ich schon gemerkt, dass Alice in einer Welt lebt, in der sie eigentlich nicht leben möchte. Und heute lernen wir einen Ausschnitt kennen aus der Welt, in der sie eigentlich leben will. Wir treffen auf echte Wolfshunde und können erleben, was das mit Alice jetzt macht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und was es mit den Wölfen macht, würde mich ja viel mehr interessieren. Was passiert, wenn sie mich sehen? Wenn ich sie sehe? Gar nichts passiert. Größte Angst ist natürlich, dass sie mich einfach überhaupt nicht wahrnehmen. Ich sehe einen schon. Ja, es wird auch so sein. Also das Gehege ist halt super groß. Deswegen ist es gerade echt besonders, dass er jetzt auch schon so nah ist. Ja, klar. Er ist halt so wunderschön. Ja, sind ja auch schöne Tiere, das stimmt. Sie sind so nah. Bist du jetzt hier gerade näher bei dir als in menschlichen Situationen? Ja, würde ich schon so sagen. Dann steig doch mal drüber über den Zaun und sag dem Wolf mal guten Tag. Mal gucken, wie er reagiert. Bist du jetzt gerne hier oder würdest du am liebsten ins Gehege? Also ein Teil von mir möchte sehr gerne ins Gehege, aber auf der anderen Seite möchte ich die ja auch nicht überfordern. Die kennen mich ja nicht als Person. Die kennen auch noch nicht so meinen Geruch und alles. Selbst ja, nee, das ist auch, wenn der Wolf dich überhaupt wahrnimmt, dann als Abendbrot vielleicht, wenn er hungrig sein sollte. Das kann vielleicht passieren. Wenn sie jetzt spüren würden, dass ich ein Wolf bin, heißt es ja nicht, dass sie mich direkt akzeptieren. Sie spüren nicht, dass du ein Wolf bist, das ist Unsinn. Die beiden Wolfshunde hier wurden mal illegal gehalten und auch gekreuzt. Sie haben jetzt hier in dieser Anlage einen verhaltensgerechteren Raum für sich bekommen. Die macht dich so lächerlich, die Frau. Hey, versuch mit dir zu reden. Ja, nee. Das klingt noch nicht mal wie ein Wolf. Das klingt, als wenn ich meiner Katze für auf die Pfoten getreten bin, versehentlich. So klingt das. Und nicht wie ein jaulender Wolf. Nee, er sieht eher genervt aus. Ach Mensch, oh nein. Ja. Tja, also es ist mir, glaube ich, selten so schwer gefallen, mich in eine Gedankenwelt von einer Person reinzuversetzen wie jetzt gerade. Aber ich sehe halt gerade auch eine Person, die total glücklich ist. Das ist echt. Was habt ihr denn jetzt genau erwartet, was jetzt passiert? Dass die Wölfe zurückheulen oder dass die Wölfe quasi anhimmeln oder also ehrlich, was soll der Quatsch? Echt schwer zu beschreiben gerade. Ja, das ist wie ein Kind, was in den Zoo geht. Das Kind ist dann auch glücklich, wenn man wilde Tiere sieht und hübsche Tiere sieht. Ein Wolf ist ja ein hübsches Tier. Genau wie ein Tiger oder so. Das ist ja ganz normal. Ja, das sehe ich genauso. Frisst sie auch rohes Fleisch und so weiter? Muss sie ja dann auch, wenn sie konsequent ist, ne? Der interessiert sich 0,0 für sie. Das ist ihm völlig egal, dem Tier. Ja, ist okay, ist dein Revier. Wow, das war gerade voll magisch. Hat mich so angeguckt. Ja, genau. Ihr habt euch ja gerade so eine ganze Minute lang einfach angesehen, so 2 Meter entfernt voneinander. Es war unglaublich, seine Augen. Das war, als ob er mir wirklich direkt in die Seele geschaut hätte und ja, sich so ein bisschen gefragt hatte, so, wer ist denn das jetzt? Ja. Aber er war ja anscheinend auch nicht abgeneigt, hat mich nicht angeknurrt, obwohl ich ihm so dicht gekommen bin. Das ist schon ein großes... Also warum soll er knurren? Der hat einfach gedacht, was ist denn das für eine Bekloppte? Und dann ging er des Weges. Das war schon ein Geschenk für mich. Wenn ich könnte, würde ich mich jetzt einfach in einen Wolf verwandeln und, keine Ahnung, mich da so ein bisschen unterwerfen und sagen, hey, ich möchte auch in eurem Rudel sein. Aber das geht ja nicht. Das ist mir auch bewusst. Mhm.
Ich finde es einfach wahnsinnig mutig, wie offen Alice mit mir spricht. Wieso? Hinter einer Maske ist sie versteckt. Warum ist sie offen und mutig? Dann wird sie ja ihr Gesicht zeigen. Selbst nicht als Mensch sehen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, krass, dass es das überhaupt gibt. Und jetzt, wo ich die Community halt besser kennengelernt habe, habe ich gemerkt, Otherkins sind halt meistens schon echt reflektiert und haben einen Weg gefunden, in der menschlichen Gesellschaft zurechtzukommen. Was sagt ihr zu dieser Reportage? Schreibt mir das doch gern unten in die Kommentare. Ja. Wir bei Reporter wollen euch mit unseren Themen überraschen und über Sachen berichten. Ja, es ist in der Tat immer wieder überraschend, was für einen Quatsch ihr uns hier vorsetzt auf Gebührenkosten. Von denen ihr noch nie was gehört habt. Ja. Also wenn ihr weiter... Von denen ich auch nichts hören möchte eigentlich. Und die auch völlig irrelevant sind für die Allgemeinheit. Überrascht werden wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Mhm. Und ich habe noch einen Tipp für euch. Philipp hat eine sehr berührende Reportage gemacht über Kinderdemenz. Weiter nach links. Da musst du kurz die Hände wegnehmen. Ja, siehst du, das ist zum Beispiel ein sehr wichtiges Thema. Kinderdemenz, klar, das ist ein schweres Schicksal. Da geht es wirklich darum, um Schicksale von Menschen. Und das wird sozusagen gleichgesetzt mit so einem Quatsch wie dem, was wir gerade gesehen haben. Das ist genau das, was ich meine. Es ist ja in Ordnung, über menschliche Schicksale was zu sagen. Es ist in Ordnung, über Diskriminierung zu berichten und aufzuklären. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber solche kuriosen Dinge dazwischendurch zu zeigen, das muss wirklich nicht sein. Also das hätte man sich wirklich sparen können. Bei der Krankheit ist es oft so, dass später zum Beispiel künstlich beatmet werden muss und so, weil der Körper halt vergisst, wie man schluckt und vergisst, wie man atmet. Wie ist Antonias Leben mit einer Krankheit, die immer tödlich endet? Klickt hier für das ganze Video und darunter noch eine Reportage von Sudoku. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Sudoku? Ich fühle mich wie ein Alien. Oh nein. Oh Gott, auch das noch. Sag mal, Rudi, was... Nehmt doch diesem Kanal endlich das Geld weg. Das wird doch immer absurder, was die hier bringen, wirklich. Das muss doch wirklich nicht sein. Wenn das ein privater Kanal macht, eigenfinanziert, ist das völlig in Ordnung. Aber das muss man alles nicht mit Gebührenkosten machen, wirklich. Das ist einfach unglaublich, wie hier das Geld verschleudert wird. So, dann würde mich ja mal interessieren, wie noch so die Kommentare dazu sind. Das Einzige, was mich als Landei triggert, ist, dass dieser Park als Wald bezeichnet wird. Ja, in der Tat, ja. Das ist nichts mehr als ein intensives Rollenspiel, um sich vor seinen Problemen so weit wie möglich im echten Leben zu distanzieren. Genau. Es ist eine reine psychologische Geschichte. Durch Astralreisen habe ich herausgefunden, dass ich kein Rundfunk-GEZ-Zahler mehr bin. Ich erwarte von der Gesellschaft, dass dies toleriert wird. Sehr guter Kommentar. Alle sind immer Drachen, Wölfe oder Tiger. Gibt es auch Otherkins, die sich zum Beispiel als Taube oder als Warzenschwein fühlen? Ja, habe ich ja vorhin auch schon gefragt. Oder eben als Papagei, ne? Imp hat hier noch kommentiert. Danke, Reporterteam. Diese Reportage hat mich persönlich sehr berührt, da auch ich mich nicht so ganz als Mensch fühle, sondern als irgendwas, was auf jeden Fall als viel extravaganter und besonderer ist als Menschen. Ich meine Menschen... Please, 7 Milliarden und ich soll einer davon sein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Da bin ich keiner von, nein. Ja, viele Grüße an Imp. Wahrscheinlich hat er das auch öffentlich kommentiert. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch ein schönes gefundenes Fressen für ihn. Ich finde es immer so witzig, wie ernst die Reporter bei solchen Storys sind, ja. Ich versuche immer so aufgeschlossen wie möglich zu sein. Hier habe ich den Eindruck, es geht fast in eine psychotische Richtung. Finde ich bedenklich. Richtig, ja. Ja, ihr seht, die Kommentare spiegeln vieles wider, was ich eben auch denke. Dass man hier eben Menschen, die offensichtlich psychische Probleme haben und eigentlich in fachärztliche Behandlung gehören. Gut, sie hat ja erzählt, dass sie in psychologischer Behandlung ist, aber sie nimmt ja die Aussage des Psychologen nicht ernst, indem sie sagt, ja, das ist seine Meinung, das sehe ich aber nicht so. Das muss ich nicht alles als normal vorgesetzt bekommen, so nach dem Motto, ach, guck mal, es gibt so viele Spielarten und die Gesellschaft ist so bunt,
Es gibt eben auch Otherkins, Menschen, die glauben, sie seien ein Wolf. Ja, mein Gott, ja, ja. Nee, so weit muss es halt nicht gehen. Man muss eben auch einfach mal sagen, pass mal auf, wenn du in dieser Gesellschaft zurechtkommen möchtest, als Mensch, der du bist kein Wolf, du bist ein Mensch, dann begib dich bitte in Behandlung und versuch, irgendwie klarzukommen. Aber so eine Frau noch zu bestärken darin und zu sagen, ja, ja, du, das ist völlig in Ordnung, das haben wir haben darüber jetzt einen Film gemacht, dass du so bist und wir akzeptieren dich so, damit hilft man auch dieser Frau, glaube ich, nicht. Also finde ich sehr, sehr schwierig. Ja, das war es also bei Reporter Watch für heute. Mal gucken, ob wir dann beim nächsten Betreuten gucken, mal endlich wieder einen anderen Kanal oder ein anderes Video dann haben. Da auch nochmal der Aufruf an dieser Stelle, wenn ihr irgendwie Tipps habt für mich, guckt dir dies an, guckt dir jenes an, dann teilt mir das gerne mit. Nicht unbedingt in die Kommentare schreiben, weil das sind manchmal so viele Kommentare, das kann ich dann leicht übersehen. Schreibt einfach gerne an info@massengeschmack.tv und dann lese ich das auf jeden Fall. Und ja, dann ist vielleicht etwas dabei, was dann beim nächsten Mal Betreuten gucken dann dran ist. In diesem Sinne noch eine schöne Zeit und ja, bis dann.